Naja, es gab ein Windows-Update und anscheinend frisst OBS jetzt wieder keine Musik. Eigentlich hätte die ganze Zeit Musik laufen sollen, ne? Aber lief nicht. Du konzentrierst dich einfach mal deinen Kaffee, den du dir Da jetzt brauche machst. ich mich nicht drauf konzentrieren. Ich Ja, kann nicht einfach genau. so runterschnatteln. Genau. Warum denn? Weil du vielleicht die letzte Milch reingekippt hast und nicht daran gedacht hast, dass ich auch welche bräuchte? Aber ich habe dir ja angeboten, Wie selbstlos! was davon zu nehmen. Wie selbstlos, Mutter! Machst du einen Streifen mit hier? Ja, keine Ahnung. Windows-Update und anscheinend ist der Sound wieder zerschossen. Moin, Kojic. Dann halt ohne Sound heute. Und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Aber ohne Ton sah es auch sehr geil durch Stummfilm. Meine Mutter hat heute wieder, schießt heute wieder alle Vögel ab, übrigens. Alle Vögel. Kannst du mir keinem erzählen. Und natürlich ist sie nicht schuld. Kein Meter. Also nicht mal einen halben. Leute, wie geht's euch? Einen wunderschönen Samstag. Samstag und Tag. Eigentlich wollten wir gar nicht heute noch was machen, haben uns dann mal gesagt, was soll's. Ne? Wir können ja auch noch mal frühstücken mit euch. Ich habe jetzt Zeug mit, auch für morgen, für die Reise, aber die Reise ist diesmal gar nicht so lang, glaube ich. Keine Walnussbrötchen diesmal. Ja, danke. Nee, einer nach dem anderen. Aber bitteschön, selbstverständlich warte ich. Oh Gott, wenn ich das sehe, kriege ich jedes Mal. Jetzt schneidet sie sich in die Hand und dann sind wir schuld, weil wir sie nicht davon abgehalten haben, sich in die Hand zu schneiden. Nein, weil man solche Messer zum Schneiden. Nicht benutzt. Ach so. Natürlich nicht. Moin Black Lion, moin Jason. Ey, Kojak, bist du noch da? Habt ihr schon die neuen Stops da eingetragen und was ist mit Grein? Achtung. Also, guten Morgen, ihr wunderbaren Schätti-Schätze, ihr Goldstücke, ihr granatentolle Leute, wenn ich euch wieder so sehe, Mütter sind nie schuld, ja. trotz des Wetters, habt ihr ein strahlendes Lächeln im Gesicht, ich sehe es. Und ihr habt Spaß heute und das freut mich. Ihr begeistert mich immer. Als ich heute Morgen rauskam, ist mir das Lachen aus dem Gesicht gefallen, weil es so kalt war. Aber wir haben ja gestern schon davon gesprochen, ihr seid einfach traumhaft. Stimmt. Brauch klare Ansagen zum Arbeiten, du kennst mich. Wieso von Martin? Ich bin da voll bei dir. Ich habe auch nachgeguckt. Felix Martin Schneiders. Ach Martin Felix so. Schneiders. Ja, bei Martin bin ich bei Martin. Bei. Seit wann nenne ich Martin Kesici Martin? Ja, du nicht, aber Aber du vielleicht oder wen? Ach Kocek. so, natürlich. Ich bin voll bei dir, Kojak. Ich würde das auch gerne wissen, ehrlich gesagt. Ich würde das auch gerne wissen. Und Kuchek, ja. Das ist heute ein Vor-Oster-Samstagmorgen-Frühstück. Ja, wir verbringen ja nicht Ostern miteinander. Und so. Diese Milch hier übrigens, ne? Mutter sagt, die ist total ungesund, säuft sie, hat aber gerade sich den letzten Tropfen, weil sie dachte, es wäre das letzte, in ihren Kaffee. Und dann, ach, du willst auch Milch? Ich sehe dich zum ersten Mal Milch in deinen Kaffee tun. Es hätte für zwei nicht gereicht. Merkst du selber, ne? Nein, ich weiß, Ja, ich weiß sie, das. natürlich hat sie recht und wir haben Unrecht. Nein, aber Selbstverständlich das hätte hat es man für. doch schon Ja, beim Anfassen natürlich hätte es nicht für zwei gereicht. von der Milchtube hat man schon gemerkt, dass das nur für einen reicht.
Was ist denn eine Milchtube? Hier, diese Milchdings da. Die Milchbeutel da. Tüte. Sonne! Bongo, Kalle, hallo, Taigo und überhaupt alle hallo. Es hätte für zwei nicht gereicht, deswegen nicht teilen. So, genau, richtig. Ne, so tut es einem halt nicht weh. Und der andere hat halt, dem geht's halt gut. Jetzt habe ich eine neue Milch aufgemacht. Und fahre morgen weg. Und meine Mutter nimmt halt alles mit, was schlecht nimmt. So ein Zufall aber auch, ne? Man könnte ja jetzt meinen, das war kalkuliert. Ich brauche die Milch gar nicht mitnehmen. Ich habe 3 Liter zu Hause. Weil ich sie dir gleich mitbringe, weil ich dich nach Hause fahre. Geil, oder? Wir nehmen jetzt veganen Bacon and Ei-Salat, weil er 1000-mal leckerer schmeckt. Und tun da Ei drauf. Warum? Weil es geil ist. Elfe ist schon smart. Ja, ne, Bongo-Kalle, muss man schon sagen, oder? Irgendwoher muss ich es ja haben. Also das sind doch keine braunen Kidneybohnen, das sind doch helle. Ach, da ist eine. Oder sind das Erbsen? Das ist doch keine Erbse. Mama, möchtest du das jetzt essen oder nicht? Ja! Ich habe keine Ahnung. Das ist mit weißen Kidneybohnen. Gibt anscheinend 2 verschiedene. Wusste ich nicht. Fress-smart nennt man sowas, meine Damen und Herren. Ne? Das ist meine Mutter. So. Hier haben wir im Angebot sich befindlichen luftgetrockneten Schinken. Das gibt es jetzt schon wieder zu lachen. Stimmt, Bongo. Aber das schmeckt ein bisschen schlapp. Ja, habe ich doch gesagt, schmeckt ein bisschen schlapp. Tiger. Was war das denn, ey? Wegen des Calciums schreibst du. Aber das ist ja vegane Milch. Ich weiß gar nicht, ob die Calcium haben. Taiga, du hast vollkommen recht. Meine Mutter macht das schon ganz richtig. Ob Taiga, ob in veganer Milch, ist das nur in Kuhmilch oder... Ob Taigao in veganer Milch ist, würdest du dann sagen? Musst du ihn fragen. Nein. Taigao, badest du in veganer Milch? Das Ding ist, Bongo-Kalle, der vegane Bacon in Eisalat schmeckt besser als der echte. Und ist billiger. Na, ist mir ein Rätsel. Um 20 Cent billiger. Ich bin ja kein Veganer. Ne? Aber manche Produkte sind halt einfach geil. Und wenn die Produkte anfangen, jetzt noch günstiger zu sein, der Lachs zum Beispiel war ausverkauft gerade. Der vegane Lachs, von dem wir erzählt haben. Vor allen Dingen ist im veganen Lachs... Möchtest du Wasser? Im Moment habe ich noch Kaffee. Vor allen Dingen ist in dem veganen Lachs auch keine toten Würmer. Was sehr schnell in anderem Lachs passieren kann. Das hat jetzt die Stiftung Öko-Warentest rausgefunden. Tote Würmer im Lachs? Ja, die sieht man aber nicht. Ich
möchte nicht wissen, was in anderen Sachen gefunden werden kann, wenn man suchen würde. Ist durchaus möglich, ja. Ich habe gesagt, ich möchte mir mal, wenn ich auf Reisen bin, nichts teure Sachen, keine teuren Sachen kaufen am Flughafen. Das haben wir viel zu viel gekauft. Ich bin auch kein Veganer, aber ich habe auch einige Sachen hier, die einfach mega lecker sind. Kürbis, ja, zu Hummus zum Beispiel gibt es auch geile Sachen, ja. Aber Hummus ist manchmal so trocken, das staubt ja im Mund. Oder auch dieses Quinoa. So viel Speichel kann man gar nicht bilden, um das runterzukriegen. Nee, dafür gibt es ja auch Vanillemilch. Aber das ist Quinoa und Hummus ist ja Gemüse. Ich mag Veganer, die essen. Es gibt so geile Imitate mittlerweile. Aber nochmal. Es gibt halt auch Sachen, die können gar nichts, ne? Und die schmecken auch gar nicht. Und trotzdem ist in Frankreich untersagt worden, dass man zum Beispiel sagt, vegane Schnitzel oder veganer Bacon-Eiersalat, weil man darf nur noch zu richtigen Produkten, wo also auch das richtige Tierfleisch drin ist oder der richtige Tierschinken, der richtige Bacon, dazu darf man das sagen. Alles andere darf man in Frankreich nicht mehr so sagen. Aber warum? Weil es nicht richtig ist, keine Ahnung. Hier dürfen sie es ja auch nicht mehr nennen, wie es heißt eigentlich. Nee, mal im Ernst, gibt es dafür eine rationale Begründung, warum das Lachs mit X geschrieben werden muss? Warum Fleisch mit AI, veganes Fleisch mit AI geschrieben werden muss? Mega toll, eine Freundin ist Veganerin, die hatte sich so Fleischersatzprodukte zum Grillen geholt. Die waren fast so, Takao, also ehrlich, meine Erfahrung, die sind gar nicht mehr so teuer. Ehrlich. Also früher waren diese Produkte super teuer, das stimmt. Mittlerweile sind, also dieser exakt sieht genau gleich aus, im gleichen Döschen. Original Bacon in Eiersalat kostet, glaube ich, 1,39 und der kostet 1,19. Und der ist leckerer. Bongo kann es stimmen. Ich weiß nicht, warum man es verbieten muss. Man kann ja einfach sagen, wer es nicht macht, ist okay, wer es machen will, kann es machen. Es ist doch ein freies Land, oder? Wieso kann man denn nicht sich selber entscheiden, was man machen will? Ohne dem anderen böse zu sein, wofür er sich entscheidet. Verstehe ich nicht. Aber Bayern hat es verboten. Das Gendern. Ja, an Schulen und überhaupt. Also jetzt quasi, um das mitzubekommen, also ich habe es nicht mitbekommen, quasi... Ist auch erst seit ein paar Tagen. Also, dass sie das verboten haben. Die Fußballerin, müsste man dann sagen. Und die haben gesagt, das machen wir nicht, das sind die Fußballer. Ja, oder sowas. Ja, genau. Bayern hat es verboten. Hm? Wieso? Gab es eine Begründung? Weil die das eben einfach... nicht möchten. Basta. Es gibt eben nur bestimmte bayerische Sachen, die Bayernmänner oder sowas. Das sind ja alles so Betonköpfe. Also, ich bin kein... Nicht ganz. Sonderzeichen wie das Gendersternchen dürfen in Schulen und der Verwaltung in Bayern nicht verwendet werden. Also, ich bin ja auch kein großer Fan davon. Aber ich bin immer so, leben und leben lassen. Sollen die Leute, die es machen, doch machen. Aber auch nicht sauer sein bei Leuten, die es nicht machen und die auch nicht gleich
als homophob oder schwulenfeindlich irgendwie oder lesbenfeindlich, nur weil man es halt nicht macht. Mhm. Ne? Das, was die einen an Freiheit einfordern, zu Recht, sollte man den anderen Leuten aber auch lassen, oder? Was ich daran ein bisschen bedenklich finde, ist, also ich persönlich, das muss keiner von euch und kein anderer so sehen, ich finde es halt insofern ein bisschen bedenklich, wenn ich das so verbiete, wie es die Bayern jetzt gemacht haben mit den Gendern. Damit tue ich doch schon gleich den Kindern in den Schulen irgendwie signalisieren, also das andere ist total schlecht und das macht man nicht, weil man in diese Kategorie nicht gehört, wie auch immer. Und das finde ich so schlimm. Damit kommt meiner Meinung nach, also für mich gesehen, ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt, dass so, dass dann gleich eben andere Lebensweisen oder andere geschlechtliche Neigungen, die ein Mann, Frau, wie auch immer hat, also im Guten gesehen jetzt, dann gleich als unheimlich verwerflich und mies dargestellt wird. Und ich steuere ja damit darauf zu, dass ich Kindern dann schon vermittle, alles bah oder sowas. Und das ist es ja vielleicht gar nicht. Also vielleicht nehme ich schon wieder zurück, das war schon wieder falsch gesagt. Wieso muss es immer endgültig sein? Taigau. Wir leben in einer Zeit, in der man eigentlich so fortschrittlich ist, dass keiner verhungern müsste, keiner verdursten müsste auf diesem Planeten und es passiert ja doch. Ne? Und ändern können wir es ja nicht wirklich. Mongo Kalle. Darf ich ausreden? Mhm. Das ist sehr nett von dir. Wir können es ja eigentlich nicht ändern, leider. Ich würde es ja gerne ändern, aber ich wüsste nicht wie. Und dabei ist das so ein kleines Problem. Warum lässt man denn nicht Leute machen, wie sie wollen? Lass sie doch gendern. Und lass es Leute nicht machen und damit glücklich sein. Und lass es Leute halbe machen, weil sie manchmal dran denken und manchmal nicht. Und trotzdem sollte man immer den Respekt aufrecht behalten. Den Respekt, den die Leute einfordern, den sollte man ihnen auch geben. Ne? Aber andersrum genauso. Ja, so, bitteschön. Ja, Bongo Kalle, das ist ja auch okay, ob du jetzt einen Doppelpunkt, einen Stern, Ausrufezeichen oder 10 Fragezeichen dahinter setzt. Das ist doch egal. Es ist 23 Bäuerchen raus oder ist gleich schon Kotz. Es ist ja auch eigentlich egal, aber ich muss das ja jetzt nun nicht wieder per Gesetz irgendwie verbieten oder sonst was machen. Eben. Ich kann es doch einfach stehen lassen. Und wenn man das in der Schule, wenn da ein Kind ist, das eben eine ganze Zeile für Ausrufezeichen, Punkt, Strich, oben, unten braucht, dann ist das gut. Und ich mach mal zu. Ja. Ich habe das nicht gekriegt. Hast aber nichts gemacht auch, ne? Nee. Ja. Gernhard Reinlunzen. 11:30 Zeit fürs erste Bier, oder? Musst du ja wissen. Ich fahre im Moment eigentlich sehr gut damit, super wenig zu trinken. Wir waren jetzt in Rostock auf der Veranstaltung und ja, war quasi eine Nacht, wo ich mit ganz vielen Community-Leuten gequatscht habe und so. Und die haben mir immer wieder ein Bier ausgetan. Ich habe noch nie so langsam Bier getrunken. Ich glaube, ich habe von, ich lüge jetzt, 8 Uhr abends bis morgens um 5.30 Uhr 5 oder 6, 03 Bier getrunken. Ich habe nichts davon gemerkt. Ich glaube, in Irland wird das nicht so einfach. Aber kommt wahrscheinlich auch mit dem Alter. Es war nicht mehr fit und so. Am nächsten Tag. Aber in Irland muss man ja auch diese ganzen Gallonen trinken. Das ist ja schon so ein Eimer. Oder? Woher weißt du, wie oft warst du schon in Irland? Nie. Okay.
Leben und Leben lassen. Ja. Es ist halt dieses mit zweierlei Maß messen irgendwie, ne? Ist immer lustig halt. Wenn Leute das. Also, wenn du nicht genderst, dann bist du schwulenfeindlich, lesbenfeindlich, transfeindlich oder was weiß ich, was es noch mittlerweile für andere 25 verschiedene sexuelle Ausrichtungen. Das ist das Nächste. Diese Frau hat mich so erzogen, dass es mir scheißegal ist, ob Männer sich küssen, Frauen sich küssen oder wie auch immer. Und wenn sie damals gewusst hätte, dass es noch 27 andere Geschlechter gibt, hätte sie mich auch so erzogen. Aber ich weiß es nicht mal. LGBTQBASCHW. Und wenn man das nicht weiß, was es ist, auswendig rückwärts kann und wenn du nicht nachts um 3 Uhr geweckt wirst und kannst das runterbeten, was es heißt und kennst alle aktuellen verschiedenen Gender, dann bist du ja schon ein Hass bei manchen Leuten, bei so Extremisten und so. Und das kann es ja auch nicht sein. Ja? Das kann es ja auch nicht sein. Wie hat Gronkh so schön gesagt, darf es mir egal sein, was du bist? Hauptsache, du bist glücklich. Darf es mir egal sein, wen du liebst? Hauptsache, du bist glücklich. Ja, oder? Also, verstehe ich. Und tröstet euch, hätte die Frau damals diese 27 verschiedenen Sachen gehabt, hätte sie mir das auch beigebracht. Objektophilie. Was ist das? Objekt ist doch eine Sache. Morgen früh fliegen wir nach Irland. Ich glaube um 11. Ein Haus lieben? Hausfeindlich. Ach so, du meinst wegen LGQTB und so. Objektophilie oder was? Aber Philie ist doch Angst, oder nicht? Hä? Oder? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wann geht's nach Irland? Hab da viel Verwandtschaft, komme aber ewig dort nicht hin. Habe ich ja gerade schon beantwortet. Warst du da voll bei mir, ne? Ich war bei der Objektophilie. Ist eine gute Aussage. Jeder soll auch sein Ding machen, ohne dass man ihn gleich in eine Ecke schiebt. Menschen, die sich in Objekte verlieben, zum Beispiel in den Dampflok. Menschen, die sich in Objekte verlieben. Mama, ich bin verliebt. Ja. Wie sieht sie denn aus? Groß, gusseisert. Dampft, wie sie raucht. Es gibt Leute, die verlieben sich in Objekte. Entschuldige bitte. Mit allem nötigen Respekt. Auch die sollen natürlich glücklich werden. Ich glaube, in Japan kann man ja auch Puppen heiraten und so. Ne? Bitteschön. Sollte jeder machen. Aber man soll es dann halt auch nicht irgendwie direkt verteufeln, wenn Leute das vielleicht nicht sofort verstehen und darüber lächeln. Ne? Eine Dampflok. Gut, dass du die hier nicht reinstellst, falls das mal bei dir so käme. Wäre ein bisschen eng. Ich warte jetzt schon darauf. Habt ihr den Channel Olli gesehen? Der hat sich total darüber lustig gemacht, dass jemand sich in eine Dampflok verliebt hat. Das Gespräch würde ich gerne führen übrigens. Nee, aber ohne Scheiß. Kann mir doch egal sein, wen du magst und wen nicht. Und wie du dich nennst und wie du aussiehst. Und ob du mit oder ohne Geschlechtsteil rumläufst oder nicht. Darf es mir bitte egal sein. Ich freue mich, wenn du glücklich bist, wie du lebst. Ohne Scheiß. Egal, wer du bist. Ne? Aber lass es mich doch auch sein. Einfach. Hä? Und ja, dann kommt immer das Argument, naja gut, aber du bist halt weiß und du bist halt ein Kerl und du hast halt einen Bart und du musst dir keine Sorgen machen, blöd angeguckt zu werden. Erstens, hast du recht, wahrscheinlich nicht so schlimm wie manche anderen. Aber zweitens, du hast keine Ahnung, wie ich schon blöd angemacht worden bin in meinem Leben. Da müssen wir jetzt noch einen Liter Kaffee trinken, damit die Milch auch noch gut ist, ne? Das ist gut, ich heirate eine Dampflok. Ich finde das großartig, dass Kojic ausgerechnet auf eine Dampflok kommt übrigens. Ne? Vor allen Dingen... Möchtest du Essig haben? Würde das helfen? Ja, das würde helfen, aber jetzt nicht. Ich pack das mal. Weil ich denke, wenn du mit so einem... Wenn so ein Mensch das erst später so feststellt, dass er vielleicht so eine Dampflok liebt oder so,
und der vielleicht schon verheiratet ist, stellen die sich denn auch dann... Schon mit einer Schnellbahn verheiratet ist und dann feststellt in späten Jahren, dass er doch in eine Dampflok verliebt ist oder was? Ja, oder in ein Regio. Ja, das ist schon ein bisschen gemein, hast du recht. Aber ob die sich das auch, zum Beispiel bei so einer Dampflok, da hast du ja die Chance, Tag und Nacht mit denen zusammen zu sein. Du kannst dir ja so eine Modelleisenbahn ins Schlafzimmer bauen. Den jetzt leer. Und dabei haben wir noch was anderes. Tut, ja. Gernhard Reinlunzen. Was ist euer Tagesplan? Wir frühstücken und dann war's das. Wir frühstücken und quatschen noch, weil es halt jetzt wieder bis zum 3., glaube ich, 3., 4. oder 4., 4. gibt es wieder keine Streams. Dann haben wir wieder ein bisschen Zeit bis zum 10., 4. Am 10., 4. wird es dann noch länger keine Streams geben. Weil ich dann unterwegs bin und meine Mama gesagt hat, sie hat keinen Bock, das alleine zu machen. Was ich auch verstehen kann. Ich bin auch ehrlich, ich hätte auch im Moment keinen Bock, glaube ich, alleine zu streamen. Deswegen genießen wir das halt sehr, dass wir das zusammen machen können immer. Ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich dafür geeignet bin. Klar bist du, aber ich verstehe das schon. Da so 2 Stunden alleine mit euch zu sitzen. Ich meine, wir haben musst uns du immer arbeiten, ja. Wir haben uns immer was zu erzählen. Ihr habt ja auch immer viel zu berichten und ich ja auch. Und aber trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich das alleine könnte. Selbstverständlich. Wir schießen mit. Ich werde bei Fußball. Wer von euch ist denn genauso empört darüber, dass diese deutsche Nationalmannschaft erst in 2 oder 3 Jahren von Nike statt von Adidas mit dem T-Shirt ausgestattet wird. Streamst du wieder zur EM? Ja. Wir werden alle, also der Plan von meiner Ma und mir kaltes ist... Kaltes Weh. Uah. Es ist wirklich kalt draußen. Darf ich weiterreden? Ja, du darfst. Danke. Entschuldigung. Was? Mach. Wolltest du dir gleich alles aufs Brötchen tun und sagen, es ist gar nichts mehr übrig? Das ist der Eiersalat, ich dachte das. Also habt ihr da eine Meinung zu oder ist euch das ziemlich Latte? Es gibt ja welche, die dann wahrscheinlich gar nichts mehr... Euer Stream ist auch wirklich einzigartig, gibt so nirgendwo. Nee, Mutter und Sohn gibt es relativ wenig, ne? Wonach riecht das hier? Ich habe das jetzt mal rausgemacht, ich wollte ein bisschen Essig dazu machen. Wonach riecht das? Ist noch kein Essig drin. Weiß ich, in der Bohnensuppe. Nee, riech noch mal. Atme mal richtig ein. So, mach mal so. Hier nach... Katzenfutter. Ja. Das ist 1:1 Katzen. Wir essen jetzt mariniertes Katzenfutter. Aber das riecht eher hier, wie ist das, wie so ein... Klebeschmiermittel für in eine Wand. Woher weißt du denn, wie Klebeschmiermittel in die Wand liegt? Na, weil man pappt. Ne, wie heißt das denn, dieses Zeug, was du da reinschmierst, um Löcher zuzumachen? Hä, nee, das riecht nach Essig. Ja, jetzt, weil du da Essig drin hast. Ich habe noch gar keinen Essig ran gemacht. Jetzt mache ich Essig ran. Wer hat gesagt, dass wir einmalig sind? Was war das gerade? Das hat Brottime gesagt. Gibt es nirgendwo. Daraufhin habe ich gesagt, naja, Mutter und Sohn, so oft ja auch nicht. Das hat sich so ergeben.
Aber um das nochmal zu verdeutlichen, wir sind ja nicht andauernd zusammen. Wir haben ja auch unser eigenes Leben und das ist auch richtig so. Aber wenn wir zusammenhängen, einen Teil mit euch zu verbringen, macht halt Spaß. Das ist schön mit euch, ja. Also ich wundere mich nicht, Nike zahlt das Vierfache als Adidas, ja, und der DFB braucht Geld. Ja, für was denn? Die, ja, haben doch genügend Einnahmen. Die haben doch genügend Einnahmen durch die Fernsehübertragung, durch ihre Verkaufsdinger. Für was braucht denn der DFB, um seinen Vorstand millionenfach zu finanzieren oder warum? Naja, erstens das und Nachwuchsarbeit. Ne? Die wollen ja wieder viel in die Nachwuchsarbeit stecken. Ach so, okay. Nike hat wohl auch vertraglich... Put. Nike hat wohl auch vertraglich festgelegt, dass viel Geld halt in die Nachwuchsarbeit in Dörfer und so gesteckt werden soll. DFB ist fast pleite. Für Hunde so Chicken Sticks probiert und ohne Scheiß, das ging. Hast du echt Hundefutter gegessen oder was? Ich finde, aber er hat schon recht. Ja, es gibt Streamer, die streamen auch mal mit ihrer Mama, aber wir machen halt eigentlich mehr zusammen als ohne, ne? Ja. Aber ich finde das super. Mir macht das ja auch Spaß und worüber ich mich wirklich freue, dass ihr das so schön akzeptiert, dass ihr nicht sagt, Abä, sondern Olle da oder sowas mit Sohn, sondern dass ihr... Ja, du hast halt auch voll ein Rad ab. Du hast halt einfach nicht alle. Das ist halt das, das ist halt das Entspannte. Ne? Du bist, wenn du langweilig wärst, dann wärst du halt langweilig. Dann würden die auch sagen, ehrlich jetzt. Aber bist du ja nicht. Ich nicht, Abä. Was erzählst du da eigentlich, während du da rein sprichst? Wie schön, dass du das machst. Ich bin so dankbar, dass ihr das Sub bei Olli lasst. Ich freue mich darüber. Das ist alles in den einzelnen Tonfolgen gesagt. Amen. Ja, das heißt, ich habe hier ein Rad ab. Ich habe nur so viel Rad ab, dass ich mich dem Chat anpasse. Der gehört. Die streamt, die ist 86. Eieiei. Meint ihr die Marmeladenoma? Du bist keine Oma. Hast vielleicht das Alter einer Oma? Aber so wie ich kein Dad bin, obwohl ich es locker sein könnte, bist du keine Oma, obwohl es locker sein könnte. Aber nochmal bei den Trikots vom DFB, würdet ihr das denn trotzdem kaufen, auch wenn da Nike statt diese drei Stängel, diese drei Streifen da drauf sind? Oder würdet ihr das boykottieren, weil ihr sagt, ne? Also es ist schon hart. Wenn man sich die Geschichte anguckt von Adi Dassler und der deutschen Fußballnationalmannschaft 1954 zum Beispiel, das sind ja schon besondere Sachen, die da passiert sind. Auch gerade nach dem Krieg und so und wie es in Deutschland aussah und dass Deutschland natürlich zu Recht auch am Boden war und so. Aber um irgendwie wieder ein bisschen Spirit für die Menschen, die dort wohnen, zu sammeln und so. Und dass der Adidas da der Erste war, der Stollen darunter gemacht hat und so. Auf der anderen Seite, es ist nun mal nicht mehr 1954. Sondern 2024. Und wenn Nike, ich habe auch gelesen, das Vierfache bezahlt. Und du als Verband strugglest oder gerne mehr machen würdest dadurch vielleicht sogar eine Jugendförderung bezahlt bekommst, die du ansonsten gar nicht auf die Beine stellen könntest, dann kann ich das nachvollziehen. Schmeckt übrigens jetzt viel besser. Aber kann das denn... Draußen geht die Welt unter, Leute, übrigens. Hier grade. Fängt das an. Ich hatte gestern ja euch schon gesagt, dass wir Schnee kriegen werden. Es ist kurz davor. Kurz davor. Dass hier gleich ein Schneesturm losbricht. Ich sehe es. Der Himmel ist schneegrau.
Schneetropfen fallen schon. Schneetropfen, so. Aber gestern ist mir das, glaube ich, rausgerutscht. Aber also jetzt mal so gesagt, von meinem Verständnis her, kann ich mir nicht vorstellen, dass Nike ohne irgendetwas ja dafür als Gegenleistung haben zu wollen, da 400 Millionen Euro in den DFB investiert. Die werden doch sicherlich in irgendeiner Form da in dem Vertrag haben, dass die so und so viel Trikots im Jahr verkaufen müssen oder irgendwas, damit die das Geld überhaupt kriegen. Na, ich tu doch nicht, wenn ich jetzt in dich investiere. Okay. Fang doch mal anders an. Ja? Was glaubst du denn, was Adidas im Moment davon hat? Die Leute kaufen. Die kaufen vielleicht Adidas-Schuhe, weil sie die schon immer gekauft haben und nicht, weil der DFB seine Finger... Es geht gerade um Fußball. Ja, Schuhe sind deine Füße. Ja, du redest von Fußballschuhen. Nein, ich rede richtig von... Du trägst doch auch Adidas-Schlappen. Ja, es geht aber gerade um Fußball. Was glaubst du, erhofft sich Adidas davon? Nicht, dass Olli sich Adidas-Schuhe kauft. Dass die Welt bei Länderspielen, so wie heute Abend, sieht, aha, die tragen Adidas. Und schon gehen die los und kaufen sich ein Adidas-Trikot in Frankreich oder wo auch immer. Nein. Das ist ja so. Wenn du Fußballfan bist von deinem Land, dann kaufst du dir das Nationaltrikot. Oder viele, die Fußballfans sind. Fertig. Und wenn das aktuelle von Nike ist, kaufst du dir das von Nike. Und wenn das andere von Adidas ist, kaufst du das von Adidas. So, und wenn dein Kind Fußball spielt und Nationalspieler XY trägt Adidas-Schuhe, dann möchtest du Adidas-Schuhe haben. Aber ich möchte, glaube ich, dazu sagen, dass die Schuhe nie irgendwie Teil von dieser Werbenummer waren. Die Spieler konnten immer mit ihren eigenen Schuhen auflaufen. Also ist das schon mal egal. Also es geht nur um das Trikot. Die mussten nie alle in der Nationalmannschaft zum Beispiel oder wo auch, also nie in Adidas-Stumpen. Soweit ich weiß nicht. Aber wenn du halt Fußball spielst und die meisten Kids in Europa oder sagen wir mal, nicht, die nicht in amerikanischen Ländern wohnen, in nordamerikanischen Ländern wohnen, spielen ja Fußball. Und da brauchen die ja viel Stollenschuhe und sowas. Jetzt hagelt's halt, ne? Das ist der Beginn eines Schneesturms. Richtig, was sagen denn Länder in... bei denen keine großen Marken angesiedelt sind. Die nehmen auch den oder den, man muss einfach mal die Kirche... Das ist richtig, genau, ein Talent. Quasi. Jetzt haben wir aber gerade eine schwächelnde Wirtschaft. Aber ob die in 3 Jahren noch schwächelt, weiß man. Könnte es sein, dass Adidas durch diesen verlorenen Deal pleite gehen könnte? Oder glaubt ihr, die sind so gefestigt am Markt... Bekleidungsmarkt, Schuhmarkt, wie auch immer, Sportmarkt, dass denen das nichts ausmacht. Und die trotzdem... Das wird nicht pleite gehen. Glaub's nicht? Quatsch. Es ist halt schon, also die Verbindung von, weil der Name Adidas kommt von Adidasler. Der war halt, ich glaube, Zeugwart bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und das ist halt schon so ein Ding irgendwie, ne? Aber da muss man halt auch, einfach sagen, dann haben sie es auch verkackt. Also wenn du seit 70 Jahren zusammenarbeitest, seit 70 fucking Jahren, und das eine mit dem anderen zusammen aufgebaut hast, irgendwie, dann muss man sich schon entgegenkommen, finde ich. Und das ist es auch wert. Ne? Aber wenn man jetzt, ich habe keine Ahnung, sagen wir mal, Adidas hat gesagt, okay, wir zahlen euch dann für die nächsten 6 Jahre irgendwie, keine Ahnung, 25 Milliarden. Ich habe keine Ahnung. 25 Millionen, 25 Milliarden, ich habe keine Ahnung. Und Nike hat gesagt, wir zahlen 100. Und Adidas hat gesagt, okay, wir können hochgehen bis auf 40. Und Nike hat gesagt, wir zahlen 150. Dann musst du vielleicht wirklich irgendwann hingehen und dir überlegen, wie mache ich es. Ne? Die meisten Spieler haben Schuhe
Schuhverträge mit anderen Herstellern. Was gibt es denn außer Nike und Adidas noch für Schuhe, für Fußballschuhe? Das ist aber auch ein schöner Satz. Nike hat Adidas den abgelaufen im Sportmarkt. Zum Wort vergessen. Hallo zusammen. Limek Limtak. Ich kann es gar nicht richtig lesen. Prima. Finde es richtig nett. Danke, das ist schön von dir geschrieben. Dankeschön. Alter Schleimbolzen. Ja, gut. Darf's hier bleiben. Aber darf's auch mal ruhig schleimen. Finden wir auch schön. Ja. Dann hätte Adidas eine schlechte Marketingmoral, wenn sie sich darauf verlassen haben. Die verdienen doch noch genug überall. Und Adidas wird dadurch ja nun nicht vergessen. Wer Adidas haben will und feiert, holt sich das so oder so. Kann man denn eigentlich, sagen, dass... Humor hat er auf jeden Fall, der Liebak. Kann man eigentlich wirklich Unterschiede feststellen zwischen zum Beispiel Sportschuhen ohne die Knüppel da unten drunter, also normale Turnschuhe, zwischen Adidas und Nike von der Verarbeitung her oder so? Das sind beides Premium-Produkte. Premium. Nike war ja nur... dritter oder vierter Player am Markt, bis Michael Jordan kam. Ach so. Ja, also die haben, gibt einen Film dazu. Stollen, jetzt hab ich's. Ja, es gibt einen Film dazu. Ah. Ne, wo erzählen die Geschichte, wieso Michael Jordan damals, Michael Jordan ist wahrscheinlich einer der reichsten Männer der Welt, weil er immer noch irgendwie, ich glaube, so und so viel Prozent hat an den Sachen, mit denen die halt quasi Nike Werbung macht mit. Also, und da war Adidas halt absoluter Marktführer. Jetzt sind sie es, glaube ich, nicht mehr, aber das ist genauso, ob du nun Mercedes, BMW, Audi oder VW bist, ist eigentlich wurscht. Ne? Also musst du, glaube ich, auch keine Sorgen machen. Also VW ist im Moment ganz schlecht dran. Unsere Autoindustrie... Ich hätte VW einfach weglassen sollen im Beispiel. Herz-Damen-Club. Hallo, schön. Und Luke, hallo. Schön, dass du reinschaust. Es ist echt nach Bochum gekommen. Ich sag euch, hier kommen noch mehr runter. Das sieht ganz komisch da oben aus. Ich kann das sehen von hier. Da hinten ist blauer Himmel. Du, ach, kann, meine Mutter. Man kennt sie ja auch, Rosi, das Adlerauge Petri. Ich habe übrigens gestern einen Bericht gelesen. Das Thema jetzt durch. Also, bist du jetzt soweit, zum nächsten Thema überzugehen? Ja, nein, wir können gerne weiter über Adidas und Nike sprechen. Nee, ich wollte es nur sagen. Was gibt es denn sonst noch? Reebok, oder? Ist Reebok auch so eine Sportfirma? Puma. Puma? Puma ist der Bruder von Adidas übrigens. Ach. Puma wurde gegründet vom Bruder von dem, der Adidas gegründet hat. Aber Puma ist hier im deutschsprachigen Raum gar nicht so, so verbreitet mehr, oder? Aber die gibt es noch. Unter den Älteren trägt man wahrscheinlich nicht so den Puma. Man riecht wie ein Puma im Älteren. Reebok Mist von Adidas aufgekauft worden. Fila kenne ich auch noch, das war meistens irgendwie im Tennis, ne, eigentlich, oder? Also man kann zumindest sagen, LS gibt auch noch, aber auch Tennismarke. Hat nicht auch der Lacoste gibt es auch noch? Ja, Lacoste gibt es. Und der Löw hat ja auch immer so eine bestimmte Sportwarenge. DNA. Mahlzeit, ihr zwei Hübschen, viele Grüße aus dem Lurk, macht weiter so, ihr seid super. Simscoot, Olli, IFM1, ich freue mich, euch immer zu sehen. Ach so, ein Schleim. Wir freuen uns auch immer, euch zu sehen. Und bis Juni ist es wirklich wenig, das geben wir zu, aber es geht nicht anders. Es ist auch immer schön, euch zu sehen. Ihr habt immer so ein strahlendes Lächeln, was ihr hier reinschickt. Das macht Spaß. Wir haben den bestaussehendsten Chat. Ja, finde ich auch. Und da soll mal irgendwas jemand gegen sagen, oder? Kann er nicht. Ja. Weil ihr seht einfach unfassbar gut aus. Immer. Ja.
schon ein bisschen eklig. Ja. Durchtrainiert. Ja. Wahnsinn. Muskulöse Schultern. Ja. Und die Arme. Die riecht auch immer wahnsinnig gut. Das stimmt. Echt? Ich habe ja immer ein bisschen Schiss, ne? Weil so Leute im Internet, ne, sitzen dick hinter ihrem Computer und stinken vor sich hin und so, ne? Bei euch ist das nicht. Jedes Mal, wir machen den Chat an. Ah. Dieser Mix aus Parfum, frisch geduscht. Und sauber. Schokolade. Also so lecker. Mm. Ihr riecht richtig lecker. Moin, Wuppi. Juppi. Also jetzt erstmal DNA-Code. Ja, oh gut, dass du das erwähnst, DNA. Eigentlich wäre es diese Woche soweit gewesen, dass wir hätten uns um das E-Bike kümmern können. Nun hatte ich aber am Montag Augenspritze. Und es war so, dass das die letzten beiden Male derartig schlimm war. Da hätte ich die ganze Woche gelegen. Diesmal ist es einigermaßen gut gegangen, habe mir aber von vornherein 2-3 Tage möchtest du noch? Praktisch Kaffee, gesagt, ich möchte nicht mehr, nee, ich nehme noch einen Schluck Wasser dann. Oder einen Schwippschwapp. Und da Olli jetzt aber weg ist und ich aber ihn gerne dabei gehabt hätte, haben wir das diese Woche nicht mehr machen können. Und ich bin Montag, Dienstag, Mittwoch war das mit meinem Auge. Und ja, und gestern und heute praktisch ist es auch. Und Wuppi, ich freue mich da auch wirklich ganz richtig drüber. Und Oschen, guten Morgen. Du siehst auch wieder fantastisch heute aus. Ekelhaft. Du nimmst schon... Bist du schon bei unter 80 Kilo eigentlich? Und ich freue mich, dass man dich noch sehen kann, so wie du bist, und dass du nicht schon halb in Auflösung bist, weil du so viel abgenommen hast. Auflösung. Ja, also mir wäre es auch sehr recht, wenn wir das Fahrrad kaufen könnten, wenn ich das nächste Mal da bin, weil ja. Ich bin dann so lange weg. Ja. Dann hast du, hättest du das Fahrrad halt hier. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, dass ich weiß nicht, ob ich es in der nächsten Woche schaffe, dass ich, die haben ja hier eine Vertretung in Essen. Dass ich da schon mal hinfahre und Big Smoke, hallo, und dass ich mir da schon mal Fahrräder angucke, mit denen rede und vielleicht sogar schon eins irgendwie vielleicht reservieren lassen kann oder so. Das habe ich vor. Es ist nicht gerade hier um die Ecke und ich hoffe mal, dass nächste Woche keine Streiksachen sind, dass ich da hinkommen kann mit Bus und Bahn und dann werde ich mir da was angucken. Das ja, es ist jetzt dumm gelaufen, dass mein Auge dazwischen kam. Klingt falsch. Mein Auge ist zwischen das Fahrrad gekommen. Das waren Schmerzen. Letzte Woche noch die Kühe an der Ruhr begrüßt. Sind da Kühe? Ruhrkuh. Aber ihr wisst ja, wenn die dahin. Möchtest du noch was essen? Nee, im Moment nicht. Hast du den schon probiert jetzt so? Nein. Gewürzt von mir? Aber das sieht eher aus wie ein Bohneneintopf. Besser. So. Schocks, moin. Lecker. Bis auf ein bisschen. Aber ich hatte gerade auch einen Schwimmschwab im Mund. Uiuiui. So, was musst du mitnehmen morgen? Was brauche ich zum Brötchen schmieren? Also, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Brötchen. Und ich habe hier ein bisschen Kleinscheiß. Wie lange ist der haltbar? Der ist zu. Bis zum 9.8. Den brauche ich zum Schmieren. Das wird nicht schlecht. Ja, mach du das mal. Ich gehe mal eben. Ihr wisst ja, ich gehe eben pullern. Hier, diese ganze Wurst, die du mal mitgebracht hast, die kannst du auch wieder mitnehmen, glaube ich, du. Ja, zweimal wieder geben, aber es ist lecker. Was?
Ja, nee, das wird schlecht. Die werden nicht schlecht, die sollen trocknen. Die werden nicht schlecht. Was haben wir da, 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 das wird alles nicht schlecht. Herbo, moin! So. Das muss Mutter mitnehmen. Ich glaube ja, die haben bei Aldi die zu lange drin gelassen. Moin Hirschfeld, wo geht's denn hin? Arbeiten? Nach Irland, morgen. Und Herbo, hallo. Also bis auf irgendwie 10 Tage, glaube ich, bis auf 10 Tage bin ich bis Juni nicht da. Ungefähr. Arbeiten. In verschiedenen Ländern, in verschiedenen Casinos. Also Arbeit ist Arbeit, ne? Die Leute denken immer, ich tue das jetzt weg, dann den Salat. Ja. Denken halt immer, cool. Ich glaube, in Irland haben wir sogar einen Tag frei, weil kein Flug zurückgeht und wir müssen einen Tag da bleiben. Vielleicht kann man sich da was angucken, aber auch da ist es dann wieder so ein Ding. Wenn du halt 10 Tage arbeitest oder so und bist total am Arsch und hast einen Tag frei, dann kann es auch gut sein, dass du auch einfach mit dem Arsch im Bett bleibst, anstatt dir irgendeinen Dublin anzugucken. Speziell wegen Poker, ja. Ich habe eine Verletzung an der Hand. Kannst du erkennen, was das ist? Nee, sieht aus wie eine Warze. Wie kommt man denn da dann in der Hand? Wow. Hab ich auch. Also, irgend so ein Ding hier in der Hand. Schon ewig. Kann das nicht sein, muss ich sofort was dagegen machen. Abhacken. Ich bin zum Arbeiten da. Spielen tue ich. Und im letzten Meeting hat Kojak das sehr schön gesagt bei Grind Life 7. Grind Life 7 ist unsere eigene kleine Veranstaltung in Asch. Hatten wir ein Mitarbeiter-Meeting sozusagen online. Da hat Kojak sehr schön gesagt, ihr könnt da alle arbeiten, wenn ihr wollt. Ich nicht. Dem schließe ich mich an. Das Community-Treffen ist halt dazu da, um Spaß zu haben, um mit euch zu quatschen, um mit euch zu zocken, um selber zu zocken. Ansonsten ist es Arbeit und der Felix ist der Profi. Und er zeigt uns, wie es funktioniert oder wie es auch mal nicht laufen kann. Auf jeden Fall würde es das ja alles ohne ihn gar nicht geben. Und wir sind da sehr stolz drauf. Ein Stück Schinken rum. Ja, den. Ich muss erst mal gucken, was das ist. Ich, nicht anfassen. Du sollst es nur mal zeigen. Zur Notaufnahme? Ja. Ich glaube, es ist vorbei. Tut mir leid. Aber Pferd kann es trotzdem fahren. Ja, alles hat also ein Ende. Also ich finde, du solltest trotzdem dein Leben nicht verändern, sondern fahr. Ja, finde ich auch. Hast also du dir vielleicht beim Brötchenschneiden in die Hand gestochen? Ach so, ja, das kann auch. Ja, aber das habe ich schon seit gestern. Oder als du mit dem Messer auf mich losgegangen bist. Ach so,
Sag doch einfach im Livestream, dass ich mit dem Messer auf dich losgegangen wäre. Entschuldigung, er ist natürlich nicht in echt mit dem Messer auf mich losgegangen. Das war jetzt ein Gerede von mir. Wenn du so eine Mutter hast, brauchst du keine Feinde, ne? Schön, wir haben eingekauft. Luke, das kann ich nicht. Ich bin eine solche extreme Linkshänderin. Ich kann gar nichts. Also... Wir haben eingekauft. Wir können gleich Tisch auseinanderschrauben. Ja, jetzt hast du was angerichtet. Aber sag mal, wusstet ihr, wenn man so ein Gerät kauft, so ein Akkuausbohrer, dass da gar keine Dinger dabei sind, keine... Wie nennt man das? Diese Dinger, die man, Knüppel, die man da reindrückt? Ich habe durch eine geistige Eingebung das Ding aufgemacht. Warum, weiß ich gar nicht. Und es waren keine Aufsätze dabei. Die musst du extra kaufen, nochmal für 5 Euro. Den Billo-Koffer. Ich weiß ja nicht, wie für dich 90 Euro sind. Für mich sind 90 Euro immer noch sau viel Geld. Wow. Geil. Die Aufsätze gibt es nur als DLC. Was ist das? DLC und, ist ein Zusatz. Berserker und Hallo und Extra und Karma. Moin! Wir schrauben jetzt einen Tisch auseinander. Wenn ich die Packung aufkriege. Da ist was zu. Nein! Danke, dass du mich darauf hinweist. Wie ich das, wisst ihr was? Das ist handlich und ein bisschen schwer schon. Kann man damit auch Sachen in die Wand bohren? Und in deine Wand nicht, dazu brauchen wir den Schlagbohrer. Mhm. So! Hast du da jetzt gerade dran gerochen? Ich hab geguckt. Ich sehe doch nichts. Das ist ein guter Aufsatz. Schön stahlig. Südhang. Schön stahlig. Gulli-ähnlich. So, wie funktioniert das denn hier? Ich habe keine Ahnung. Mit dem Aufsatz muss man das reinschrauben, würde ich mal sagen. Ja, aber es muss ja auch irgendwie festgeschraubt werden, ne? So, ich würde mal sagen, wir brauchen den hier. Also, wenn man hier rauskriegt. Kriege ich das Ding hier fest? Open Close. Vielleicht ist das falsch rum. Nee. Ja, genau. Mit der Seite, mit der ich schrauben will, die stecke ich rein, damit man sie nicht sieht. Oder? Handwerker-Content, genau. Lass mich einfach machen, okay? Du hast noch weniger Ahnung als ich.
Okay, wie funktioniert das? Ist doch eine Beschreibung bei. Ja, weiß ich. Habe ich aber keinen Bock drauf jetzt. Muss ja so rauszukriegen sein, wie man das festschraubt und nicht, oder? Muss doch irgendwie möglich sein. Na gut, oder doch Beschreibung. Bevor das jetzt ewig dauert. Das scheint doch nicht so einfach zu sein. Das Buch ist ganz schön dick. Hat jemand von euch sein Gerät und weiß, wie das geht? Nein, doch. Nein. Handwerker-Content unterstütze ich mit Prime. Prime ist not a crime. Kusche, oben das Futter drehen, bis es zugeht. Am leichtesten oben festhalten und schrauben. In eine Richtung geht's auf, in die andere zu. Greifer, was ist das denn? Verstehe ich nicht, aber Kutschek! Danke! Bei nicht gedrückten Ein- und Ausschalter, also so wie es jetzt ist, wird der Bohrspindel arretiert. Dies ermöglicht ein schnelles, bequemes und einfaches Wechseln. Der Bohrspindel arretiert. Wechseln. Wie? Ich kann nichts abziehen, ich kann nichts drehen, ich kann nichts machen. Onkel Tom, hallo. Oben, wo das Werkzeug eingeführt wird, meinst du hier, wo ich meinen Finger drauf halte? Was ist da? Einfach nach links drehen zum Reinstecken, rechts rum zum... Nee, das geht ja nicht. Also, ich hab's ganz nach links gedreht. Ja? So, Leiter geht's nichts. Jetzt stecke ich's rein, das habe ich ja gerade gemacht. So, und jetzt ist erstens, ist das hier total locker. Ja? Das kann's ja nicht sein eigentlich. Also, das muss ja irgendwie, müsste man das doch feststecken können. Weißt du, das ist ja hier, siehst du das? Versuch mal, das Schwarze nach hinten. Ach so. Ziehen. Das Schwarze nach hinten. So. Da hat es gerade, guck mal, versuch es jetzt mal. Lass mal los. Nee, kann man auch nicht. Vielleicht muss man es nach hinten ziehen. Dreh nach rechts, bis es klemmt, aber dann ist es doch schräg. Also ich habe es gerade nach rechts gedreht, bis es nicht mehr ging und es war immer noch locker. Kann das gerne nochmal machen. Siehst du, muss nur jemand anders sagen, dann scheint es zu funktionieren. Du musst führen. Bewegt sich das an? Ruhe. Ich bin Handwerker, Olli, heute. Nein, musst du führen. Ey, wir haben das geschafft. Olli hat das geschafft. Was glaubt ihr? Steckt der Akku drin, fragt Kojak. Aber ich will euch mal was sagen. Guck mal, wie dick dieses Buch hier ist. Das ist Seiten, mindestens gefühlte 50 Seiten. Das ist nicht so einfach, so ein Gerät zu bedienen. Da musst du schon ein bisschen was können. Ich will nicht sagen, dass man da vielleicht eine Stunde Uni-Vorlesung machen muss, aber... Jassi! Hey, schön, dich zu sehen! Geht nicht? Funktioniert auf jeden Fall, ja.
Schön, euch wiederzusehen. Bist du ein bisschen spät dran, das war das letzte Mal. Ciao, mach's gut. Du weißt das ja vielleicht noch nicht. Wir machen jetzt, Olli ist unterwegs, dann wieder berufsmäßig. Ach, ich schreib dir das. So. Funktioniert. Machen wir gleich. Ach nee, wenn ich das jetzt anmache, dann spritzt das ganze Ding da raus und jagt in die Wand oder so. Ich mach das mal nicht. Halt mal. Jetzt drück mal auf den roten Knopf. Auf den hier? Ja. Man könnte auch bohren damit übrigens. Aber halt nicht, ich glaube nicht in eine Betonwand. Mainwand da. So. Das Gerät macht mir, das Geräusch von mir hört sich wie beim Zahnarzt an. Ja, stimmt. Ja. Bosch Smart Home. Also die hatten da auf der gegenüberliegenden Seite richtig hübsche gelbe. Ich glaube, ich hätte mich... Aber die waren auch teuer. Bestimmt mit APP-Steuerung. Was ist das denn? Keine Ahnung. Mit einer App. Vielleicht musst du da dir erst eine App auf dein Handy laden. Wofür? Dass ich eine Schraube rausdrehen kann oder was? Ja. Also ich habe doch gerade schon Schrauben rausgedreht. Aber wenn ich das jetzt mache, dann können wir den Stream ausmachen. Ja, wie spät ist es überhaupt? Ich habe kein Handy. Ach, hier. Halb eins in einer halben Stunde. Bluetooth-Bohrer? Das ist schon möglich, ja. Also bei den meisten anderen Akkuschraubern war lustigerweise nicht mal der Akku dabei. Den musstest du dann dazu kaufen. Bei dem einen haben wir gestern geguckt. Da hat der Akku allein, da hat der, glaube ich, der Akkuschrauber 79 gekostet. Und wenn du dann den Akku dazu gekauft hast, hat das dann irgendwie 159 gekostet. Also die sind schon irgendwie komisch. Also ich finde, und für vor allen Dingen, wenn da jetzt keine, hätte ich das Ding jetzt gekauft zum Beispiel, ich hätte dann da mal nicht reingeguckt. Und hätte mich nur gewundert, dass da keine solche Stängelchen dabei sind, um da was mitzumachen. Und ich wäre da wahrscheinlich wieder wutentbrannt hingelaufen und hätte gesagt, wie soll ich das machen, wenn da nichts drin steckt? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich es aufgemacht habe. Irgendwas hat mir gesagt, öffne jetzt diesen Karton. Das ist gut, dass es, manchmal sind so Intuition einfach wichtig. Und wenn du solche Fähigkeiten hast, dann behalte die bei, bau die aus. Geh in dich und... Sag mal, Kojak. Ja, geh in mich und ja. Und Fähigkeiten und... Fertig? Ja, im Moment. Kojak, du bist ja in Köln unterwegs auch, ne? Geht Felix eigentlich nur frühstücken oder macht er sie auch mal selber? Wenn wir unterwegs sind, kann ich das ja verstehen, aber geht der zu Hause auch nur frühstücken? Wann startet ihr mit der Übertragung aus Irland? Übermorgen. 7 guten Morgen und ratgebender Wolfu. Moin! Frechheit, kannst dir kein Abo leisten. Raus! Alles gut, Mann. Entspann dich. Alles gut, Wolf. Alles bestens. Ich weiß gar nicht, was übermorgen ansteht. Ich glaube direkt das Heads-Up-Turnier. Mini-Irish Open. Doch. Nicht das Heads-Up-Turnier, aber es gibt ein Heads-Up-Turnier. Das ist dann direkt am Dienstag um 12. Spannend. Vielleicht mag er auch nicht putzen zu Hause für die 4 Tage. Das kann auch sein. Mr. GGTV, danke für dein Geschenksub an ratgebenden Wolf. Dankeschön.
ja. Poltergeist, hu. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe eigentlich viel mehr Bock hier mit dir zu frühstücken, als irgendwie immer frühstücken zu gehen und so. Gar nicht so mal. Aber vielleicht ist es auch für Veganer wieder was anderes, ne? Oh, das ist auch schön, weil ihr alle dabei sein könnt, wenn wir frühstücken. Das macht ja dann auch mehr Spaß. Und aber ich bin gestern wieder durch den Limbecker Platz gegangen und das hatte ich dir ja dann auch geschrieben. Da ist im Limbecker Platz steht ein, wie soll man das sagen? Also das ist dann kein Geschäft, sondern so ein Stand, der da mit aufgebaut ist. Und die heißen World Eye-Foto oder so ähnlich. Also nicht Eier, sondern Ei wie Auge. World Augenfoto oder sowas. Und da standen wieder zig Menschen davor, junge Menschen. Danke, Poltergeist. Danke, 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 danke. Hier gibt es Polterbits. So sieht's aus. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Mann. Danke. Und wofür die das jetzt brauchen, weiß ich nicht. Das konntest du auch nicht erkennen. Da stand da auch nicht dran. Auf jeden Fall fotografieren die deine Augen. Und das waren junge Leute. Bei manchen war ich gestern zum Beispiel gar nicht sicher, ob die überhaupt schon volljährig waren. Und du konntest auch nirgendwo einen Zettel sehen, wo die da gebeten wurden, vielleicht irgendwas zu unterschreiben, also eine Einwilligung möglichst. Du kannst ja nicht von irgendjemandem dein Gesicht oder deine Augen fotografieren lassen. Ich glaube, das ist schon ein persönlicher Eingriff, oder? Immer wenn du es freiwillig machst? Ja, aber wenn du musst dich doch irgendwie, du meinst, wenn ich da freiwillig mich da fotografiere. Ich habe nämlich mal einen Bericht gelesen, den habe ich auch noch irgendwo, nur im Moment kann ich euch den nicht vorlesen, dass du nämlich auch... Was der alte Bulle, das Recht am eigenen Auge. Es hat irgendwas mit Krypto zu tun, kein Witz. Wir haben es gelesen, wie es heißt. Ich habe es mir auch nicht gemerkt. Irgendwas mit World. Ich habe es oder ich so. Ich habe es nachgeguckt. Vielleicht habe ich es noch gespeichert. Und es stand, es ist ein totaler Scam. Stand da. D-Stream? Nee, D-Stream war das nicht. DNA, ich weiß es gar nicht. Wir waren ja eigentlich schon im internationalen Bereich zugange. Aber das ist durch die jetzt größere Abwesenheit und Ollis Job ein bisschen untergegangen. Aber im Sommer. Ja, vielleicht können wir immer mal bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein Gericht machen oder so. Fußball-Weltmeisterschaft ist in 4 Jahren übrigens. Ja, die Europameisterschaft ein Gericht machen. Wir waren ja sowieso in der Eurozone. Aber es ist kein Witz. Ich habe diesen Bericht gelesen. Du kannst nämlich anhand von deinen Pupillen, von deinen Augen, erkennen, wann du stirbst. Und wenn das jetzt sowas ist, was die da machen oder so. Also da. Es hat was mit Kryptowährung zu tun. Ach so. Das ja, aber wozu brauchen die dann deine Augen für eine Kryptowährung? Keine Ahnung. Aber das stimmt wirklich. Du kannst anhand deiner Pupillen und Augen... Wann stirbst du denn? Ich lass das nicht machen. Ich möchte das jetzt so genau noch gar nicht wissen. Was machen die denn dann? An der... Hallo? Nicht ablenken lassen. Was machen die denn da? Auge? Bestimmen, wann du stirbst? Ja, das kann man anhand... Ich weiß nicht, anhand der Form oder... Du hast ja auch so Striche in den Pupillen. Vielleicht nehmen die ab oder zu. Jahresregel. Wenn keine Striche mehr da sind, ist Feierabend. Oder? Was macht ein Leprakrank? Oh. Ganz neu, der Wetzberg. Ja, Becklenz, bin ich bei dir. Das ist wissenschaftlich festgestellt worden. Ich habe den Bericht auch. Ich könnte ihn... Nee, ich suche ihn jetzt nicht vor, ich mache das nicht. Das ist so. Ja, sicherlich. Ganz davon abgesehen, Hoschen, nochmal eben anderes Thema. Aus der Elbe wird unterirdisch Wasser nach Berlin in den Schwielosee gepumpt, weil Berlin schon anfängt, kein Wasser mehr in der Spree zu haben.
Ich will euch was sagen. Das Versanden von Berlin und Brandenburg geht schneller voran, als wir glauben. Ja, vom Sterben durch Pupillen auf Versanden des Berlin. Ist mir gerade eingefallen, weil Hoschen da ist. Ja, Poltergeist, du hast es ja schon hinter dich gebracht. Also, wie sahen deine Pupillen denn aus? Also, das kann man... Man kann es anhand von der Augenform. Ich weiß nicht, ob die dann nicht mehr rund sind, sondern vielleicht langsam ovaler werden. Oder an der Größe der Pupille. Ich weiß es doch nicht. Deine sind ja noch relativ groß. Aber wenn ich nur noch so kleine Knöpfchen da drin habe, dann ist vielleicht schon das Ende eingeläutet. Ich muss den Bericht suchen. Ja. Der interessiert mich jetzt wieder. Von Hagel auf draußen scheint die Sonne übrigens, wollte ich noch mal kurz so sagen. Das ist nur der Vorbote vom Schneesturm. Poltergeist, das ist ja... Aber was die da machen... Ja, du machst das freiwillig, aber du, wenn die dir da irgendwas erzählen, warum die dich da fotografieren und deine Augen haben wollen. Also es hat irgendwas mit Krypto zu tun. Die wollen den Jugendlichen irgendwie, keine Ahnung. Tatsächlich DNA? Ovalpupillen? Dann hast du die Pupillen von Schafen, die haben schlitzförmige... Onkel Tom, ja. Also es gibt schon spannende Sachen. Was ich nur erstaunlich finde, ist, wenn du da die Kühe und das... Auf Lebenszeit durch Pupillen zum versandeten Berlin und dass man aus irgendeinem Fluss Wasser abpumpt zu Kühe, die was... die auf den Wiesen stehen. Nein, und selten. Habt ihr schon mal eine Kuh? Also es ist wirklich selten, aber gibt es. Ein paar Kühe stehen auf Wiesen rum. Ja. Du musst das nicht immer so ins Lächerliche ziehen. Nein. Das ist schon eine ernste Sache. Normalerweise gibt es die Bergkühe, die stehen häufig so am Bergrand rum. Kennt ihr davon auch? Gibt es ja auch die Bergziegen und so. Ja. Ja, aber wenn Kühe da auf den Wiesen sind und da solche riesigen Flatschen hinkacken und solche Berge hinpinkeln, dann ist die Wiese ja immer noch eine Wiese. Wir dürfen aber unser Pipi nicht mal an die Blume kommen lassen oder auf den Rasen, sondern nur an die Erde, damit die nicht verdörrt und so weiter. Also unser Urin ist schädlicher als der von Kühen. Bedeutet das ja. Was ist los? Ja, okay. Aber ihr habt das verstanden, was ich sagen wollte. Ich glaube das schon. So, nachdem wir wieder solche ernsthaften wissenschaftlichen Themen besprochen haben, sage ich mal, bis nach Ostern. Freue mich, dass ihr so tolle Menschen seid und wir uns danach wiedersehen können. Ja. Anta, moin. Anta, hallo. Und das lasse ich jetzt erstmal sacken. Ich verstehe auch kein Wort. Ich weiß auch nicht, hast du das jetzt zum Schlusswort gemacht oder was? Ich bin gerade bei meinem Schatz. Was sagen? Wir haben letztens darüber gesprochen, dass man seinen Urin sammeln muss, um ohne Düngung draußen auf deinem Balkon oder in deinem Garten die Pflanzen wachsen zu lassen. Aber du darfst das nicht direkt auf die Pflanzen machen, sondern auf die Erde, die neben den Pflanzen ist. Aber Kühe, die wesentlich mehr Volumen dahin scheißen und pinkeln, da geht ja der Rasen nicht von weg.
Der wird ja nicht braun und verfault, aber von unserem Pipi schon. Also von unserem Urin. Das meinte ich. Naja, das ist also ist unser Urin noch zigmal schädlicher als der von Kühen. Du kannst ja einfach mal 3-4 Monate lang nur Gras fressen. Und dann können wir ja mal zusammen deinen Kot und deinen Urin untersuchen. Vielleicht ist das dann auch super Dünger. Solange du aber Schwippschwapp, Kaffee, Thunfischsalat, Ei und Brötchen in dich reindrückst, ist das vielleicht was anderes. Aber bitte uns filmen, selbstverständlich. Horschen, aber du musst das im Eimer machen, weil da erst Wasser zu muss, um das zu verdüngen da, also um das... Nee, mein Gott. Also ich wollte damit jetzt nur sagen, ich hoffe, ihr werdet ein schönes Osterfest haben. Und geht man eigentlich Ostern auch nachts in die Kirche? Nee, Karfreitag geht man in die Kirche und Gründonnerstag zur Fußwaschung. Keine Ahnung. Sammelschläppchen. Moin. Also ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass man ein paar Tage... Dass es schön ist an Ostern und man was machen kann. Ich hatte mal in Berlin einen Brauch, den kannte ich von hier überhaupt nicht. Da sind wir Ostersonntag, hieß es dann, ach, wir machen heute einen Spaziergang. Ja gut, machen wir einen Spaziergang, losgeschlappt. Und dann haben die immer bei dem Spaziergang alle paar Meter ein Ei fallen lassen. Das kannte ich überhaupt nicht. Für mich war das völlig neu. Ich bin da immer schön dran vorbeigelatscht. Und die haben sich gefreut wie Bolle, wenn die da Eier aufgehoben haben. Also hier ist das ja nicht, hier gehst du ja nur suchen. Irgendwie. Ja, ist ja gut, also gut. So, ich wünsche euch. Wünsch ruhig. Onkel Tom, das mit der Elbe, das ist Tatsache. Die sind dabei und... wollen aus der Elbe Wasser absaugen, um das in die Spree umzuleiten, damit der Schwielosee nicht austrocknet. Der Schwielosee ist ein riesengroßer See in Brandenburg in der Nähe von Berlin. Diesen wissenschaftlichen Bericht habe ich erst gestern gelesen. Können wir uns beim nächsten Mal vielleicht drüber unterhalten nach Ostern, falls dann die Spree noch ein bisschen Wasser hat und die Elbe auch noch nicht ausgetrocknet ist. Onkel Tom, im Leben nicht. Mit sowas macht man das nicht. Eben genau, wenn es dann noch Wasser gibt. Habt einen wunderschönen Tag noch und eine wunderschöne Osterzeit. Für alle, die wegfahren, denen wünsche ich eine schöne Fahrt, eine gute Reise, tolle Tage. Für die, die ein bisschen Urlaub haben, wunderschöne Tage auch, arbeitsfreie Tage. Genießt möglicherweise auch das Wetter. Wenn ihr zu Hause bleibt, lasst es euch gut gehen und macht trotzdem schöne Dinge. Ich sag da mal... Lasst es euch gut gehen und macht trotzdem schöne Dinge? Ja. Also wenn man nicht wegfahren kann, meine ich damit. Ah, ja. Und... Wir sehen uns dann nach Ostern wieder. Meine Nase läuft. Das Schlimme ist, wenn man den ganzen Tag sitzt, dann beschleunigt man damit ein kürzeres Leben. Das habe ich gestern auch wissenschaftlich gelesen. Aber da können wir uns ein andermal drüber unterhalten. Ich möchte euch jetzt nicht immer nur vom Sterben erzählen, aber das passt zur Jahreszeit. Jesus ist ja auch hin. So, gut. Vielen Dank für alles. Also, bleibt so schick und hübsch und toll, wie ihr wart. Wir sehen uns nach Ostern wieder. Ciao. Weil Brautzeug gescheit ist. Ach was, Brautzeug. Mir hat gestern überhaupt keiner geglaubt, dass es Schnee geben wird.
Kein einer. Und schon ist die Vorhersage eingetroffen. Ha! So. Wo raiden wir denn mal hin? Wo raiden wir denn mal hin, Ma? Hä? Blackie, hallo. Ja, also ich muss noch ein bisschen was erledigen. Und Olli ja sowieso auch. Und der fährt ja morgen wieder nach. Der ist ja dann die nächste Zeit in Irland. Und ich werde in der Woche, Brautzeuge, zu dem, wenn ich es schaffe, zu dem Fahrradgeschäft fahren und mir da schon mal ein E-Bike anschauen. Ich hoffe, die haben was Gescheites da. Diese Woche habe ich es ja nicht geschafft, was an mir und meinem Auge lag. Aber so ist es nun mal. So. So. Genieß die Zeit. Also es ist ja so, dass der Frühling immer was Besonderes mit einem macht. Obwohl ihr immer was Besonderes seid, auch im Herbst und Winter. Wann stellen wir eigentlich die Uhren um? Dieses Wochenende, nicht nächstes, oder? Also wenn wir uns wiedersehen, dann haben wir schon wieder die Sommerzeit, richtig? Ja. Nächstes Wochenende, okay. Na gut, gehen wir da hin. So, also ich sage auch Tschüss. Wir sehen uns am 4.4. oder 3.4. wieder. Bis zum 10.4. In der Osternacht, ja. Ich hätte nichts dagegen, wenn es abgeschafft würde. Ich möchte aber dann die Sommerzeit behalten. So. Fertig? Ja.